Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Edition. Wir sind immer noch im Radioturm. Exzellent! Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Noch ein Forscher. Raso möchte kämpfen und Raso schickt ein Porygon in den Kampf. Was für ein Effekt. Sieht aus, als wäre es nicht ganz fertig geworden. Stärke. Bam. In your face. Umwandlung 2. Nochmal Stärke. Ist keine Wirkung. Ei. Ei, Alter. Alter, 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 Alter. Okay. Dann muss ich wohl Konfusion einsetzen. Psycho! Okay, jetzt kann ich wieder Stärke einsetzen. Bam! Wieder in deine Fresse. Porygon ist besiegt. 835 Erfahrungspunkte eingesackt. Und weiter geht's, nachdem wir Forscher Raso platt gemacht haben. Jeder große Plan hat einen Haken. Night erhält 3000 Pokémon und schickt einen Teil nach Hause. Und hier oben war er da eingesperrt, oder? Ja, der da, glaube ich. Du bist gekommen, um mich zu retten? Ist es das, was du erwartet hast? Falsch, ich bin ein Betrüger. Ich gebe vor, der Echte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Möchtest du wissen, wo wir den echten Intendanten versteckt haben? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Dürfte kein Problem sein. Rocket Vorstand möchte kämpfen. Oh, er hat 6 Pokémon, das kann ja wohl nicht sein. Und es ist ein Smogon in den Kampf. Smogon. Level 30. Okay, dann gehen wir doch gleich mal mit Surfer an. Bam! Und es hat gereicht! Yay! 732 Erfahrungspunkte. Wir haben Level 36 mit unserem Enteron erreicht. Noch ein Smogon. Nein! Setz dein Smogon ruhig ein. Nochmal Level 30? Ja, nochmal Surfer. Bam! Erfahrungspunkte again und noch ein Smogon. Nein, wir wechseln das Pokémon natürlich nicht aus. Nochmal Sofa. Bam. Enteron erhält 732 Erfahrungspunkte und jetzt kommt das fünfte. Das vierte Pokémon. Ein Smogbock. Wow. Surfer. Wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Bam. Sag ich doch. Wow, das hat aber ganz schön reingehauen. Also setzen wir Konfusion ein. Konfusion. Bam. Smogmog ist besiegt. 1185 Erfahrungspunkte eingesackt. Noch ein Smogon. Nein. Schick deinen Smogon in den Kampf. Wieder Level 30. Das ist machbar. So. Und bam. Und damit ist Smogon besiegt. Mit einem Volltreffer. 732 Erfahrungspunkte. Und noch einmal. Smogon. Und wir setzen nochmal so rein. Bam. Smogon besiegt. 732 Erfahrungspunkte eingesackt. Level 37 erreicht. Und
Team Rocket Vorstand besiegt. Okay, ich sage dir, wo er ist. Nightail 2160, Pokédeutsch schickt einen Teil nach Hause. Wir haben den echten Intendanten in das Untergrundlagerhaus verschleppt. Es ist am Ende des Untergrunds. Ich bezweifle aber, dass du so weit kommst. Nightail Kelleröffner. Das ist doch mal klasse. Und wir haben den Kelleröffner in die Basis-Items gesteckt. Weiter, 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 weiter. Aber vorher gehen wir, glaube ich, nochmal ins Pokémon Center, da unsere Pokémon echt ein bisschen schwach sind. Nochmal heilen. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, mach das. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Ding, 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 ding. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das werden wir tun. Wo war der zweite Untergrund? Der eine steht nämlich hier davor. Noch mehr. Ja. Bald wird sich unser Traum erfüllen. So lange hat es schon gedauert. Wie machen wir das? Pokémon, sie sind nichts mehr als Werkzeuge zum Geld scheffeln. Wie um alles in der Welt. Ah. Wo kommt das Wasser her? Nee. Das Wasser von oben. Ja, hier komme ich gar nicht an das Wasser ran. Verdammte Axt nochmal. Wie macht man denn das? Das ist eine gemeine Sache jetzt. Komm und werde Zeuge der Macht von Team Rocket. Hey Grünschnabel, du hast hier nichts zu suchen. Überall stehen sie davor. Gehst nicht rein. Irgendwo muss es doch reingehen. Okay, Leute, ich mache eine kleine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. See you later, Leute.